Heute ist Erzähl mir einen Witztag. Auch wir haben uns auf die Suche nach neuen Witzen gemacht. Mal schauen, was die Mönchengladbacher so zu erzählen haben. Sagt die Frau, Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden gehen? Und dann sagt der Doktor, ja, wenn Sie die Wanne voll kriegen. Ich erzähle euch jetzt mal meinen Lieblingswitz. Was sagt eine Schnecke, die auf einer Schildkröte reitet? Hui! Mann anruft bei einem Bekannten und die Kinderstimme kriegt am Telefon. Und die Kinderstimme flüstert. Da sagt der Mann, mein Name ist Müller. Mit wem spreche ich? Sagt das Kind, hier ist Peter. Ja, kann ich mal dein Papa sprechen? Nein, der ist beschäftigt. Und Mama? Ist auch beschäftigt. Ist dann sonst noch jemand da? Meine große Schwester, aber die ist auch beschäftigt. Und ihr Freund auch. Was machen die denn alle, dass die so beschäftigt sind? Die suchen mich. Kleine Peter zu seiner Mama. Alle sagen, ich habe so lange Zähne. Sagt die Mama, sag doch nicht sowas. Du zerkratzt mir meinen ganzen Fußboden. Okay, Leute, was war das nochmal? Was ist grün, viereckig, sitzt auf dem Baum und wenn es runterfällt, seid ihr auf jeden Fall tot? Ja? Ein Billardtisch. Mann zum Arzt. Und sagt, ich kann so schlecht hören. Haben Sie da nicht irgendwas für mich? Dann sagt der Arzt, ja, ich habe da eine ganz neue, tolle Methode. Und kommt mit so einer Schale und in der Schale liegt ein Wurm. Diese Schale hält der Arzt dem Mann ans Ohr. Der Wurm krabbelt da rein. Dann geht er mit der Schale auf die andere Seite zum anderen Ohr. Und dann kommt der Wurm wieder raus und der Mann kann wieder hören und ist ganz freudig und ja, alles ist gut. Ja, und ach Mensch, so eine tolle Methode. Kann ich nicht mit meiner Frau auch kommen? Die hört auch so schlecht. Dann sagt der Arzt, ja, kommen Sie mal. Probieren wir das bei Ihrer Frau auch aus. Dann kommt er mit seiner Frau. Gleiche Methode wieder, die Schale mit dem Wurm. Der geht zur Frau, hält die Schale an das Ohr. Der Wurm krabbelt rein. Der Arzt geht auf die andere Seite zum anderen Ohr. Der Wurm kommt nicht raus. Er wartet noch einen Moment, kommt nicht. Kommt immer noch nicht. Ja, dann sagt der Mann, was ist das denn hier für ein Scheiß? Was ist das denn für eine Methode? Warum klappt das denn nicht? Und der Arzt grübelt und grübelt. Kann das denn sein? Vielleicht hat Ihre Frau ja einen Vogel. Wie nennt man das Laub, das im Urwald auf den Bäumen hängt? Keine Ahnung. Urlaub. Arbeiten, ich erlebe gar nichts Witziges. Ja? Überhaupt nichts. Also die letzten zwei Witze, die ich gesehen habe, das war jetzt ihren, aber... Das war es dann auch schon wieder.